Howdy ho, hier ist wieder Aquifel mit einem Review zu 1922. Man könnte sagen, 2017 ist das Jahr des Stephen King. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, an dem so viele Verfilmungen zu Stoffen von King wirklich ja prominent über die Bildschirme geflimmert sind. Wir hatten dieses Jahr erst die Dark Tower Verfilmung, die ja, ich habe sie noch nicht gesehen, nicht so gut ankam. Dann hatten wir S, der sehr positiv aufgenommen wurde. Wir hatten die Verfilmung von Das Spiel, das sicherlich im Hype um die S-Verfilmung, ne, von Netflix auch angedacht wurde. Man wusste, S kommt, könnte man aus dem Namen King nochmal. Ne, und dann hat man da gleich eine der besten King-Verfilmungen überhaupt mit rausgehauen. Gerade von den kleineren, unbekannteren Stoffen. Und ja, Netflix ist auch fleißig dabei, weiterzumachen. Sie haben jetzt sich 1922 aus der Kurzgeschichtensammlung Zwischen Licht und Dunkel vorgenommen. The Mist wurde ja auch nochmal als Serie verwurstet. Kann jetzt so stehen, wie man möchte. Hatte wirklich gute Stellen und an einigen war es ein bisschen zäh und ein bisschen, ja, forciert. Wie kriegen wir jetzt da eine Serie möglichst raus? Aber definitiv auch nicht unbedingt schlecht. Haben wir schon Schlimmeres gesehen. Deswegen 2017, das Jahr des Stephen King. Dementsprechend muss ich jetzt auch über 1922 sprechen. Ja, die Geschichte an sich, wie gesagt, aus Zwischen Licht und Dunkel. Ja, nee, Zwischen Nacht und Dunkel. Ach, um Gottes Willen. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe das Buch hier stehen. Zwischen Nacht und Dunkel heißt Licht und Dunkel. Zwischen Nacht und Dunkel, ja. Reden wir nicht von Grautönen, sondern in Schwarz. Aber gut. Die Geschichte ist erstmal ganz simpel. Sie spielt im oder beginnt im Jahre 1922. Oh Wunder was, wo könnte dieser Titel wohl herkommen? Ja. Die 20er waren ja in Amerika auch eine Zeit, die Depression, große Depression ging langsam los. Wir hatten die Prohibition, die auch ein ganz wichtiger Punkt war. Gerade in den 20ern sehr mitbestimmend. Ja, und es wurde natürlich dann auch durch ja immer noch weiterführendere Industrialisierung und ähnliches für einige Bereiche auch immer härter, ja, ihren Unterhalt zu verdienen. Also so der klassische kleine Farmer, der viel von Hand macht, ja, der starb auch immer mehr weiter aus, wurde ja auch immer mehr maschinell. Nun gut. Wir haben dann halt Farmer Wilfred James. Der hat sich mit seiner Frau Alette so ein Stück weit schon auseinandergelebt. Was ja auch in den 20ern ein Stück weit schon aufkam. Das war dann auch ein bisschen später erst in den Speakeasies während der Prohibition, die ich glaube Flapper nannte man sie. Die so ein bisschen, also dass Frauen sich ihrer Sexualität auch ein Stück weit bewusster wurden, beziehungsweise auch der Macht, die sie denn damit ausüben können. Sicherlich geht das auch ein bisschen zurück mit auf die Temperance-Bewegung, die jetzt in eine ganz andere Richtung ging, aber die Prohibition seit den 1860ern, 70ern nach dem Bürgerkrieg versucht haben voranzutreiben. Naja, Frauen wurden sich halt immer mehr ihrer Rolle bewusst, die sie auch in der Gesellschaft einnehmen können. Und wir hatten zwar noch die sexuelle Revolution der 60er und 70er, aber wir hatten schon aus Vorläufer davon, dass Frauen, sag ich mal, auch bewusst mehr sich mehr eingebracht haben in die Gesellschaft, beziehungsweise sich nicht mehr damit abgefunden haben, dass sie zu Hause die Kinder hüten und von ihrem Mann geschlagen werden, wenn sie es schlecht tun oder nicht kochen können. Keine Ahnung. Wie gesagt, in dieser Zeit, da passt Alette auch vom Charakter ganz gut rein. Sie halt schon so ein bisschen, sie will, ne, eine Boutique aufmachen. Sie möchte auch selber arbeiten. Sie weiß, dass das mit der Farm auf Dauer nicht unbedingt sinnvoll ist und da wollen ein paar Schweinefarmer, nenne ich es jetzt mal, dass die wollen das Land der Jamesons kaufen. James, egal, kaufen. Und ja, Wilfred, stur wie er ist, will das natürlich nicht, obwohl das Land seiner Frau gehört. Das heißt, reingeschissen so ein Stück weit. Nun ja, er möchte eigentlich in die Stadt, er möchte nicht an die Schweinefarmer verkaufen, er möchte sein Land behalten, er möchte seinem Sohn was hinterlassen. Da ein bisschen traditionalistisch auch eingestellt und wie es denn so schön heißt, The Conniving Man in Him. Unbedingt guckt ihn euch auf Englisch an. Es ist der, allein der Akzent von Thomas Jane, den er auflegt, großartig. Das ist, oh, ne? Wie Arsch auf einmal. Naja, auf jeden Fall manipuliert Wilfred seinen Sohn Henry mit dazu, das, ja, Alette um die Ecke zu bringen.
tja, die Frau ist nun tot. Man stellt das so dar, als ob sie abgehauen ist mit ihrem guten Schmuck und mit dem Geld. Und nun ja. Das Ding ist natürlich, verändert das auch ein Stück weit den Sohn. Seine Mutter umbringen ist halt nicht ganz so, ja, es geht, glaube ich, nicht spurlos an einem vorüber, vor allem wenn man dahin manipuliert wurde. Und ja, Wilfred, ja, ich sag's mal so, Spoiler, das Gesetz erwischt ihn nicht. Ist ähnlich, sag ich mal, im Vergleich zum Beispiel wie bei The Thinner, also der Fluch. Unser Anwalt, ich weiß, habe seinen Namen gerade nicht im Kopf, entgeht ja auch der Strafe durch das Gesetz. Aber ja, Karma is a bitch und er wird halt verflucht. Und bei 1922 ist es weniger ein Fluch, es geht allgemein so ein bisschen ein Stück weit immer weiter vor die Hunde. Ja, wir haben einerseits den äußeren Verfall der Farm, ne, dass die Farm immer weiter bergab geht, dass Ratten auftauchen, die wohl auch dann ein Symbol für den Verfall sein sollen. Ne? Da es noch ein Stück weit logisch begründet ist durch die Leiche, die da im Brunnen liegt, die dann zugeschüttet wurde, kann Ratten anziehen. Also, ne? Als symbolisch natürlich gedacht, dass dann Ratten sind, nicht unbedingt Maden, aber ja, wie gesagt, die Horrorelemente halten sich hier wirklich auch ein Stück weit zurück, einfach weil voll überbelichtet hier. Die halten sich ein Stück weit zurück, weil ja, es ist eher ein Drama, ja, um Schuld, Reue und vielleicht auch ein Stück weit Sühne. Denn Wilfred James hält bis zum Ende daran fest, dass das damals die richtige, oder dass das da am Anfang 1922 die richtige Entscheidung war, Alette umzubringen. Das entzweit ihn und seinen Sohn auch immer mehr, der dann brillanterweise auch noch die Tochter, 15? 15-jährige Tochter eines, ich glaube, Nachbarfarmers war es. Aber auf jeden Fall eines guten Freundes von Wilfred. Ne? Ein guter Freund, also. Ne? Bekannten Farmers da schwängert. Ne? Und die wollen die dann abschieben in, ja, ich sag mal, so eine klosterartige Schule, weil es geht ja gar nicht. Und Wilfred, naja, soll er mitbezahlen. Der ist, wie gesagt, guckt es euch an. Es ist ein bisschen komplizierte Situation. Es geht alles immer weiter bergab für die Familie James. Und ja, erst ganz am Ende kriegt Wilfred dann mit, dass das alles es eben nicht wert war. Also ich will das Ende nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall recht deprimierend. Habe ich auch in anderen Reviews gelesen, dass halt ein gewisser deprimierender Grundton dabei ist, dass das Ganze auch sehr langsam voranschreitet, sich ein bisschen zieht. Nun, er war auch bei der Geschichte schon nicht anders. Es ist nicht so, dass es jetzt ein actionreicher Horror sonst was war oder ein zutiefst emotionales Drama. Es ist eher wirklich ein langsamer Verfall, der hier stattfindet. Na, einerseits äußerlich durch in der Farm, andererseits auch erstmal ein Stück weit innerlich in Wilfred und auch ein Stück weit Henry. Ne, denn wie gesagt, er wird in Spoiler wieder kriminell, was natürlich auch nicht unbedingt gut für ihn ausgeht. Ja, und da könnte man vielleicht, wenn man interpretieren möchte, ist ja in der Geschichte ähnlich, auch sagen, dass es ein Stück weit auch das Amerika in dieser Zeit widerspiegelt. Dieses, zumindest ein Teil Amerikas. Dass man einerseits, ja, diese neuen Gegebenheiten hat, dass viele aber an diesen alten Sachen doch festhalten wollten, dass sie sich gesagt haben, na, wir können uns nicht von Grund auf ändern. Also ich habe mal eine Doku über die Prohibition gesehen. Wo denn Ken Burns am Anfang einfach mal irgendjemand zitiert hat, der meinte, die Amerikaner sind eine Nation von Säufern gewesen, in den späten 19. Jahrhundert. Und das hat sich ja dann in der Prohibition bewahrheitet. Man hat irgendwie an diesem Ganzen noch festgehalten. Und ja, fand ja dann auch gerade der Witz durch die Prohibition, die hier ja auch durchaus mit eine Rolle spielt, fand eigentlich in Amerika ein moralischer Verfall statt, der Korruption, ja, ich sag mal, der Bereitschaft, Verbrechen zu begehen, um Geld zu kriegen. Und also was, wenn man jetzt möchte, könnte man das ein Stück weit mit in die Geschichte reininterpretieren, dass die Familie James ein Stück weit Amerika auch repräsentieren kann, dass man halt ja irgendwo in der während der Prohibition das Gewissen auch über Bord geworfen hat und eigentlich, ja,
das, was es bewirken sollte, dass die Leute ne, sich nicht mehr krank saufen, dass sie nicht mehr gewalttätig werden und so, dass es letzten Endes eigentlich alles das Gegenteil bewirkt hat. Und dass diese große Depression, die wir hier haben, die Prohibition, was dann noch dazu kommt, anstatt dass man dann, ja, ich sag mal, das als Neuanfang sieht, als eine Chance für einen neuen Start, dass man da eher sich dann doch an dem anderen festgeklammert hat und ja, um am Alten festzuhalten, ein ganzes Stück weit, aber am Status quo, der davor war, festzuhalten. Da wurde dann so viel ja, Aufwand betrieben, so viel Kriminalität entstanden, so ein moralischer Verfall hat stattgefunden, dass am Ende die Prohibition ja auch gescheitert war. Ne? Und ja, sind wir ehrlich, die wurde dann zu Grabe getragen und man kann sich ja auch fast schon denken, wo das Ganze hier denn endet. Ne? Von daher ist es ein Interpretationsansatz, ob King sich das jetzt dabei gedacht hat, sei mal hingestellt. Man kann aber Argumente finden, dass man da Parallelen ziehen könnte. Wird auch schon, denke ich mal, sein Grund, warum es 1922 spielt. So, nun zum Film an sich nochmal ganz kurz, weniger zum Inhalt. Der Regisseur Zach Hilditch heißt da, glaube ich, bekannt durch These Final Hours. Habe ich nicht gesehen. Es ist sein einziger Spielfilm davor gewesen. Das andere war, glaube ich, ein Kurzfilm, was er noch gemacht hat. Trifft den Ton der Geschichte sehr gut. Sicherlich in Buchform oder in der Geschichtenform hatte King noch mehr Möglichkeiten, auf einzelne Kleinigkeiten besser einzugehen. Aber ja, für so einen, ich sag mal, recht ja, spröden, ruhig erzählten Stoff, er bringt das gut rüber. Er hat es optisch sehr schön getroffen, sehr schön inszeniert. Und ja, letztendlich, es steht und fällt alles mit der Performance von Thomas Jane. Anders kann man es nicht beschreiben. Arlette ist nicht lange da. Die anderen Charaktere sind eher Nebencharaktere. Auch sein Sohn Henry ist gar nicht mal so der Fokus der Geschichte. Und ja, was will man sagen? Jane macht das großartig. Hat ja auch schon Stephen King-Erfahrungen durch die The Mist-Verfilmung, die auch toll war. Hier, wie gesagt, man erkennt ihn am Anfang nur bedingt, weil er sehr hager ist, ein bisschen runter, ja, runtergemagert aussieht und ein bisschen gezeichnet aussieht. Einfach, weil, sind wir ehrlich, in den Jahren dann Farmer in Amerika zu sein, ist, glaube ich, hart gewesen. Und da hat man das auch optisch gut hingekriegt. Aber allein, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, sein Akzent, guckt es euch auf Englisch an, es ist einfach großartig. Und ja, er muss den Film auf seinen Schultern tragen und er schafft das mit Bravour. Wie gesagt, von daher absolut klasse Vorstellung, muss man sagen. Da hat er sich wieder mal als Schauspieler empfohlen. Und sonst, ja, der Rest macht seine Sache auch gut, steht aber gar nicht so im Fokus. Von daher, wer jetzt hier wieder einen richtig schönen Horrorstoff erwartet, der könnte enttäuscht sein. Es ist wirklich sehr ruhig erzählt, es ist sehr langsam erzählt. Aber es ist halt ein schleichender Verfall, der hier stattfindet und von daher wirklich eher ein Drama um Schuld und Reue, vielleicht noch ein Stück weit auch Sühne. Wie gesagt, Karma is a Bitch, das Gesetz erwischt ihn nicht, aber er bezahlt definitiv die Zeche für das, was er getan hat. Und letzten Endes wäre ihm das Gesetz vielleicht lieber gewesen. In diesem Jahr 1922 wäre wahrscheinlich Todesstrafe gewesen, aber gut. Deswegen, wer sich darauf einlassen kann, dass es eher ein Drama ist, das sicherlich nicht zutiefst anspruchsvoll sein mag im Kern oder eine Charakterstudie nicht zutiefst anspruchsvoll ist, aber ja, als düsteres, deprimierendes Drama mit leichten Mystery, übernatürlichen Anteilen, King-typisch halt. Wer sich darauf einlassen kann, der wird hier einen guten Film erleben. Sicherlich nicht so, ja, für viele nicht so bahnbrechend wie das Spiel oder so gelungen wie die neue Verfilmung von S., aber definitiv auch eher oben mit bei den besseren Stephen King-Verfilmungen. Mir da gefallen, ist sicherlich Geschmackssache. Aber gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Vielleicht auch mal, ja, wie gesagt, wenn ihr eine andere Meinung hattet, eine ähnliche Meinung, meinen komischen Interpretationsansatz fragwürdig, interessant oder sonst was findet, schreibt es in die Commentary-Section. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ist immer schön, wenn man denn da mitdiskutieren kann. Ich diskutiere gerne. Und ansonsten, ja, schaut auch in die anderen Videos rein. Abonniert vielleicht auch meinen Kanal, wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt, von solchen Filmreviews. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich euch das nächste Mal hier wieder begrüßen kann. Also.